Whatever. Es ist so düster über der Heimstatt, da muss Abigail und Connor von uns gegangen sind. Ei, ich sah Achilles weinen. Warum auch nicht? Er sieht nicht traurig aus. Er sieht wütend aus. Verwirrend. Er kämpft um den Verlust. Ich weiß, das ist Monate her. Nach einem verfluchten Manuskript und einer Schatulle. Der Chasseur hat eine Spur zur Schatulle. Wir treffen Chevalier und ihn in Saint John. Helf unseren Kameraden mal hier. Da komm mal her, du Schwanz. Bam. Chevalier auch? Das erheitert mein Gemüt nicht gerade. Ich noch versenken, die Schweine. Als Achilles sagte, der Besitzer der Artefakte habe Zugang zu Orten großer Macht. Sind sogar sie tot? Ich weiß nicht, ob ich es selbst verstehe, Shane. Ich sprach lange mit Adawali. Er glaubt, die Vorläufer-Schatulle erzeugt. Nun, Wörter oder Bilder. Eine Laterna Magica? Was meint ihr? Die magische Laterne, die Vater Connolly einst in der Kirche aufgestellt hat. Im Innern war eine Kerze, glaube ich. Vorne steckte eine kleine Glasplatte. Dann wurden helle Bilder an die Wand geworfen, wie römische Kathedralen. So nah, als wären sie echt. Ah ja, ich denke schon. Nur, dass ihr auch die seltsame Sprache des Manuskripts übersetzt. Wäre auf der Platte ein Spruch in Latein, erschien er in Englisch. Wie ist das möglich? Wer weiß. Ich fürchte, wir werden niemals verstehen, wie die Edensplitter funktionieren. Wäre ja auch scheiße langweilig. Wo in der Welt gibt es die hübschesten Mädchen? Das hängt davon ab, was ihr unter Schönheit versteht. Eine Maid von Corfu unterscheidet sich von einer aus Oslo wie Tag und Nacht, aber schön sind beide. Seht ihr? Ansichten wie diese verleihen einem Mann den Ruf von Weisheit. Ja, danke. Ich hätte Havanna gesagt. Die Mädels dort haben üppige Hintern und Busen und scheuen sich nicht, sie jedermann zu zeigen. Aber nichts übertrifft die Damen unserer Heimat. Ich nehme an. In Galway gibt es die hübschesten. Schön und bescheiden. Immer bereit, dir einen Penny zu leihen. Für ein Ale. Sag bloß. Und dann die Frauenzimmer, die ich in Lissabon traf. Für das Kloster bestimmt waren sie. Schwarzäugig und immer frohgemut. Könnte ich doch Portugiesisch. Nicht, dass wir des Nachts viel geredet hätten. Solche Ansichten geben einem Mann ein ganz anderes Phänomen. Gut, jetzt haben wir erstmal auch schön über Frauen gesprochen, warum auch immer. Ich wüsste jetzt nicht, warum jetzt U40 Frauen im Gespräch sein sollten, aber können ja nicht schaden mal. Und jetzt segeln wir, was weiß ich, wohin ist. Und anscheinend ein paar Monate vergangen, haben sie ja gesagt. Wir haben ein paar Leute verloren anscheinend. Altersschwäche oder sowas, keine Ahnung. War vielleicht gestorben oder so, ich weiß es nicht. Interessiert mich auch herzlich wenig. Ich habe jetzt nicht wirklich irgendwie ein Gefühl für die aufgebaut. Sind einmal Videosequenz anscheinend erschienen und das war's. Nichts, worüber ich mich jetzt da... Zeugt starke Wellen, okay. Des Weiteren haben wir da hinten ein schönes Dings gefunden. Irgendein Zeug im Wasser, auch schön. So, warte mal, wie war das? So, hier. Ach, du fick dich doch ins Knie. 49. Was ballert denn der da ab? Ein 36er? Komm, wir machen mit. Wir greifen mal den 36er an. Wer da ist es? Dann haben wir den 49 auf unserer Seite. Jetzt müssen wir natürlich nur aufpassen, die Assos sehen. Habe ich noch was anderes außer das? Eigentlich schon die Mörser? Natürlich, ich habe den 49er angegriffen. Aber der 49er ist so gut wie tot.
Voll! Ich hab ihn. Jetzt kann ich ihn entern. Ich hab mein Würziger-Schiff kaputt gemacht. Boom, 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 boom. Das Gesicht, ihr Schweine. Sollen wir so mal schnell entern gehen? Ich kann nicht. Vorsicht! Ich bin nur hier, um zu entern. Ich glaube, ich kann es noch nicht in die Flotte aufnehmen. Scheiße. Entern. Ha! So ein dummes Schiff, was wir hier haben. Da kriegen wir einfach mal 49er. Wenn ich nicht mal der krasseste Typ auf Erden bin, ey. So, dann komm mal her. Scheiße, nach nach, du Pfeife. Boom, Headshot. Wir halten zwei Schüsse aus, okay. Boom. Hier hoch. Gut. So, dann haben wir das. Hoch mit dir. Danke. Und hier oben tanzen jetzt mal ein bisschen. Wir können tanzen. Gut, dann laden wir mal kurz nach. Der springt hier runter. Auch unrecht. Na super. Das kann ja. Boom, boom, boom. Okay, er wird abgeknallt, oder abgeschlachtet. Boom. Nachladen bitte. Wir machen es uns schön gemütlich hier, kein Stress und so. Wenn ihr mal Lust habt, ein bisschen aktiver, um jetzt dabei zu sein und sowas, dann könnt ihr gerne mal auf Twitch gucken, entweder bei Axis oder bei mir. Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal rein. Aua! Cool, ich habe überhaupt kein. Ich beschütze. Ich greife gerade mit nichts an, Alter. Guck das mal an. Ich bin ein fucking Jedi! Ich hab nichts in der Hand und töte sie! Jetzt habe ich die Schwert in der Hand. Zack, zack, zack. Zack. Ach, ich muss noch einen Pass machen. Wir müssen uns verarschen. So. Zack, fucking Doppelkill. Müssen wir erstmal hier aus Deckung, weil er halt ein bisschen größer ist, kann er halt sie, bestens verteidigen und so ein Scheiß. Aber haben sie jetzt Boom in the Phrasen Neister. Ja, mein 49er Level schiffmäßig geändert. Was soll mit dem Schiff? Alter, das haben wir alles dazu gekriegt. Aber ich glaube, die Morrigan ist so wie kaputt. Die Reparation sie mal. Damit dir das mal wieder ein bisschen besser geht. Oh, wie wir gucken. Böse. Brutal und so. So, mein Freund, wollen wir. Das Kriegsschiff gehört sogar noch zu uns, oder was? Endlich mal. Aua! Kriegsschiff hat uns angegriffen. Was ist überhaupt für ein Level? 17er. Vorsicht, andere Schiffe. Macht die Schoten fest! Papiere und Fahrt aufnehmen! Feuer! Immer schön weiter angreifen! Ein bisschen Action mal hier reinbringen! Wir reiten die Böe oder so! Das war dann mit ziemlich zerfetzte Segeln. Oh, da setzt er sich direkt in unseren Weg rein. Unser Kollege. Bam!
Boah, guck das mal an, ey. Das krieg ich schon einmal ran und fast weg, ey. Nein! Ah! Oh mein Gott. Und entern. Was denn? 10 Leute soll ich töten? Je, zu viel. Ziehen wir uns auch irgendwann mal ran? Kann auch googeln, Alter. Ach ja. Er zieht gerade ein Seil durch meinen Hintern. Das reibt an meinem Schwimmel. Ja, kein Gefühl, Alter. Bist du mal auf damit? Danke. Zack. Und drauf. Und töten. Geht natürlich nicht. Ausweichen. Zack. Geh weiter mal. Ausweichen. Zack. Ausweichen. Und auch noch mitnehmen. Den mitnehmen. Und den hier auch noch niedermetzeln. Ausweichen. Und weg damit. Hör auf, ihn zu attackieren. Das ist voll unhöflich. Hätte auch ins Auge gehen können. Und du sagst, hör auf mit ihm zu spielen. So. Fein. Haben wir es erledigt? Aua. Das hat richtig knack gemacht hier. Alter, ich dachte, wir hätten unser Schiff repariert, ey. Nichts mit Schiff repariert, ey. Wir haben fucking Level 49er Kriegsschiff benutzt, um unser Schiff zu reparieren. Und wir haben nichts repariert. Was hat denn der für einen süßen Hut auf? Nuffig. Okay. Das ist nur ein kleines Schiffchen. So, meine Freunde, danke für eure Hilfe. Dann machen wir weiter. Ernsthaft? Das ist so lächerlich. Also ganz ehrlich, das war voll unnötig jetzt. Also manchmal sind NPCs selten dämlich. Nicht getroffen. Wir sind fast da, Captain. Le Chasseur wird uns erwarten. Und der Chevalier. Und deine Mutter. Oh, ein kleiner Preis für eine Spur zur Vorläuferschaft. Machen wir schön mit, unseren Kameraden helfen wir. Ein bisschen Geschichte jetzt gemacht, jetzt können wir auch mal wieder ein bisschen Spaß haben hier. Oh, das war knapp, Alter. Habe ich gut reagiert. Komm schon, immer schön in den Hintern rein. Beweg dich. Das ist gut. Nicht den Kamerad angreifen. Und bam. Schön gemacht. Warm, 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 warm. Und entern. Mal hier hoch, bitte. Danke. Hier lang. Wir haben ja keine Kanonen mehr. Auch beim Schwert und Dolch, Kacke, Alter. War viel zu früh.
Hoppala. Scheiß Mikro hängt gerade ein bisschen blöd hier. Das ist ja kalt, stimmt. Wie konnte er mich jetzt so schnell aufhalten?